Moin moin Leute, hier ist Olli von Spartak Adventure und willkommen auf unserem Kanal. Kommen wir jetzt zum vierten Video zum Thema Mythos Fluchtrucksack. Und das ist das letzte Video, was Erkenntnisse, Beobachtungen, Erfahrungen betrifft. Dieses Video beschäftigt sich nochmal mit dem Thema Flucht und Rucksackgewicht. Die Beobachtung, die wir hier gemacht haben, kommt aus unserem Bereich Abenteuer. Versuche ich mal die Lage kurz zu beschreiben, in der man sich befindet. Ihr seid ein Mensch, der eine tödliche Pandemie überlebt hat, die 2014 weltweit ausgebrochen ist. Und ihr seid als Lone Wolf unterwegs und ihr wollt zu einem bestimmten Ort, von dem ihr gehört habt, dass es da, sag ich mal, ganz toll ist. So, die öffentliche Ordnung, die ist tatsächlich zusammengebrochen. Es gibt überhaupt keine staatlichen Strukturen mehr. Also es herrscht Anarchie. Also ihr befindet euch in einem sogenannten Doomsday-Szenario. Genau das veranstalten wir seit 2018 auf unserem Lost Places Spielplatz. Da sind so immer 60 bis 80 Leute dabei. Und das wird einmal jährlich gemacht, das Ganze. Ja, und das ist ein sogenanntes Survival Roleplay Game. Das ist eben halt auch ein düsteres Szenario und auch teilweise ein wirklich gefährliches Szenario. Deshalb, wie wird die Gefahr erzeugt, das wollte ich hier mal zeigen. Also zum einen haben die Leute, die daran teilnehmen, eben halt solche Airsoft-Waffen. Also das ist hier eines, das ist der Glock 17, die ich hier habe. Also fühlt sich, sag ich mal, von der Haptik ziemlich echt an. Die verschießt kleine 6 mm in Anführungsstrichen Plastikkügelchen, sind heute nicht mehr Plastik, sondern die werden aus Biomasse hergestellt, so dass sie sich mit der Witterung dann sag ich mal, auflösen. Ja, das ist so eine Kurzwaffe. Dann das hier wäre so eine Langwaffe. Hier so ein Magazin dazu, kann man glaube ich ganz gut sehen. Hier vorne kommen diese kleinen Kügelchen rein. Dann wird das geladen, das ist also elektrisch betrieben. Und mit den Dingern kann man so, 50, 60 Meter kann man damit schon schießen und trifft eben halt auch etwas. Je nach Windverhältnissen, das spielt dann natürlich eine erhebliche Rolle. Ist natürlich nicht vergleichbar mit einer realen Waffe. Ich sag mal, da sind die Distanzen wesentlich größer, aber zumindest hat man damit doch auch eine entsprechende Bedrohungslage, bekommt man eben halt damit auch hin. Ja, und der dritte Part, das sind solche Polsterwaffen, so nennt man diese Dinger. Das wäre jetzt so ein Messer, kann man hier sehen, ne? Kann man keinen mit verletzen. So, und das, sage ich mal, führen die Teilnehmer halt bei sich. Also nicht jeder alles, sondern der eine hat so eine Pistole, vielleicht gibt es auch welche, die haben so eine Waffe oder auch eine Baseballkeule, whatever. Auf jeden Fall damit stellst du die Bedrohung dar. Ja, und von diesen 60 bis 80 Leuten ist immer ein gewisser Anteil, der praktisch als Neuankömmling dort ankommt. Neuankömmling heißt, dass die Leute, sage ich mal, erstmalig an der Veranstaltung halt teilnehmen und die müssen dann eben halt dementsprechend alles, was sie zum 3 Tage Überleben eben halt benötigen, müssen sie halt bei sich führen. Also du kannst da nicht dir ein Zwischendepot einrichten oder ich gehe mal kurz auf den Parkplatz zu meinem Auto und hol jetzt dieses, jenes, welches. Das ist eine dieser Regeln. Von diesen 60 bis 80 Leuten sind natürlich auch Menschen dabei, die sich mit dem Thema Survival und auch Krisenvorsorge beschäftigen und das eben halt auch auf unterschiedlichen Leveln. Also wir haben dort teilweise wirklich richtige Survival-Cracks dabei und eben halt welche, die eben halt ein bisschen Spaß am Draußensein haben. So, und bei diesen Neuankömmlingen, und das finde ich jetzt immer total interessant zu beobachten, gibt es eben halt so 3 Kategorien, die wir so auserkoren haben. So, und da geht es also tatsächlich um das Gewicht. So, die erste Kategorie, das ist so, der Neuankömmling, der, viel Komfort bei sich haben will für diese 3 Tage. Das heißt, der hat dann in der Regel auch echt einen mega Rucksack hinten auf dem Rücken.
Ja, und da ist alles Mögliche drin. Also wir haben sogar schon gesehen, dass jemand, sage ich mal, an der Seite von seinem Rucksack ein Feldbett dran gehabt hat. So, und da ist dann Kocher, Essen, Trinken, alles Mögliche, was zum Wohlfühlsein im Prinzip gebraucht wird. So, das Ding ist in der Regel relativ groß und ist auch relativ schwer, was die da haben. Also ich habe es ab und zu mal angerufen, hat mir gedacht, wow, ne, also das Ding, sage ich mal, zu schleppen, ist schon, sage ich mal, anspruchsvoll. Dieses Ziel dieser, sage ich mal, Neuankömmlinge, wir nennen die Nomads, ist natürlich, dass sie sich dann irgendwo in eine der Gruppen, die dort schon ansässig sind, dass sie sich da einen Platz sichern können. Das kann aber sein, dass du nach einer Stunde einen Platz hast, oder es kann auch sein, dass du gar keinen Platz bekommst. Bist du ein Arsch, wirst du nicht aufgenommen. Erzeugst du keinen Mehrwert, wirst du nicht aufgenommen. Das heißt, du musst also ausgestattet sein, dass du einigermaßen klarkommen würdest. Wir haben da zwar wir nennen das immer Kantine, wo du was essen kannst. Also, sag mal, das musst du nicht bezahlen, das ist in sag ich mal, im Unkostenbeitrag mit drin. Aber da hast du nicht dauerhaft als Neuankömmling Zugang. Also, wenn die Gruppe, die das organisiert, sagt, du darfst hier nicht rein, kommst du nicht rein. Ja, also das ist mal so die erste Kategorie von Neuankömmlingen. Die zweite Kategorie ist der Daypack. Oh, da ist ein bisschen was zu trinken drin. Ja, vielleicht noch irgendwas, wo er drauf schlafen kann. So, und diese Kategorie geht ganz fest davon aus, dass sie innerhalb von kürzester Zeit eben halt einfach in so eine Gruppe aufgenommen wird. So, das heißt, wenn das dann nicht der Fall sein sollte, dann hätte diese Gruppe, sag ich mal, oder dieser Mensch ein ja wirklich gravierendes Problem, weil er würde da nicht klarkommen. Das heißt, er verliert damit auch ein Stück weit Unabhängigkeit, weil er dann halt mega schleimen muss, damit er irgendwo unterkommt. So, aber das macht es am Ende ja auch interessant. So, die dritte Kategorie, das sind, sag ich mal, Menschen, die eine gute Balance zwischen Komfort und Mobilität halt haben. So, die haben auch meistens dahinter ein Konzept, also das heißt, die kommen dann auch mit einem 3-Day-Pack. Der ist nicht ganz so voll wie Kategorie 1, aber auch nicht so leer wie Kategorie 2, sondern das ist so ausgewogen. Und meistens steckt da noch das Konzept hinter, dass die, sag ich mal, sich entweder irgendwo draußen im Naturbereich, ja, Lager errichten, wo sie schlafen können mit Hängematte und so weiter, und sich dort also auch ein dementsprechendes Rucksackversteck basteln, so dass sie dann, sag ich mal, auch mal mit dem oder ohne Rucksack eben halt losziehen können. Also da sieht man schon, dass da, sag ich mal, sich richtig Gedanken gemacht wurde. Bei der Kategorie 1, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, und das ist ja dieses, was ich immer in Frage stelle oder beziehungsweise was ich hier versuche, so ein bisschen in Frage zu stellen. Ob die, so sage ich mal, Bug-Out-Bags oder Fluchtrucksäcke, was man ganz oft im Internet findet, wo ich im ersten Video darüber gesprochen habe, ob damit tatsächlich eine Flucht möglich wäre. Und die Erfahrung, die wir da gemacht haben, ist ja eben halt 52 Stunden ist auch eine Bedrohungslage vorhanden. Und da gehe ich mal ein Beispiel. Ja, da dackelt irgendwo so ein Neuankömmling, dackelt über das Gelände. So, und er sieht eine Gruppe von 4, 5 Leuten. Die sind alle halb bewaffnet hier mit so einem Gedöns. So, und jetzt denkt er sich, ja, scheiße, ob ich denen trauen kann, weiß ich nicht. Nachher ziehen die mich ab, und das wäre ja alles irgendwie ganz schön mega doof. So, und jetzt weichen sie aus. So, jetzt sieht diese Gruppe das. So, was wird die Gruppe machen? In der Regel werden sie dem hinterherstellen. Ja, wenn er das mitkriegt, dass die dem nachstellen, ja, dann wird er anfangen zu laufen. So, und meistens ist es dann so, dass dieses Laufen, also haben wir schon öfter gesehen, nach relativ kurzer Zeit wirklich beendet ist. So, und das sieht folgendermaßen aus. Hier der Neuankömmling, hier die Gruppe, so ist eine Distanz von was weiß ich nicht, 200 Meter, der rennt los, und diese Gruppe schließt immer weiter auf. So, und irgendwann kommen die, sag ich mal, in Schussdistanz, 40, 50 Meter, und dann ratzen die den halt einfach um. So, wenn du dann zu dem Kollegen da hingehst, dann denkst du, der braucht ein Sauerstoffzelt, weil er völlig im Arsch ist von diesen 40 Metern, wo er wirklich mal richtig laufen musste und nicht das Tempo mit seinem Rucksack selbst bestimmen konnte. Ja. Auch schon gesehen haben, Leute laufen los, merken, die Distanz verringert sich, und dann haben die einfach ihren Rucksack abgeschmissen. So, im Prinzip alles, was da drin war, wäre theoretisch verloren gewesen. So, jetzt gibt es natürlich die Regel, das sind Privatsachen, die darf man nicht aufnehmen und, sage ich mal, dem
klauen, aber die nehmen den Rucksack dann schon mit und du kannst dir den dann irgendwo gegen, sag ich mal, Cash oder irgendwelche Dienstleistungen kannst du dir den dann abholen. So, aber in dem Moment ist der nackig gemacht worden. Der hat nichts mehr. So, das heißt, dieser riesen Rucksack mit dem schweren Gewicht hindert einen wirklich daran, sich, sage ich mal, in einer Notlage, in einer Bedrohungslage, sich wirklich zu entfernen. So, und darum geht es ja bei dem Thema Flucht. Ja? So, der mit dem Leichten brauche ich nicht drauf einzugehen, der hat vielleicht eine Chance, tatsächlich weglaufen zu können, aber hat ihm halt einfach das Problem, dass er damit, sag ich mal, dann nicht wirklich klarkommt. Ja, und genau das ist für mich jetzt der Punkt, wo ich sage, Fluchtrucksack, du brauchst ein ausgewogenes Konzept zwischen, sag ich mal, Komfort oder nicht mal Komfort, Notwendigkeit und Mobilität. So, und wenn du das Thema Komfort noch dazu haben willst, musst du ein gutes Konzept haben. Ja, und da kommen wir zum Punkt. Ich glaube, dass der Fluchtrucksack der falsche Begriff ist für, sage ich mal, viele Dinge, die man im Netz findet. Und daraus haben wir im Prinzip, sage ich mal, eine Struktur, ja, gegossen. Ja, jetzt kann man wieder sagen, man muss man es übertreiben. Nee, es geht hier nicht ums Übertreiben, sondern es geht darum, mich auf, sag ich mal, eventuelle Situationen so einstellen zu können, dass ich auch den richtigen Inhalt dann in diesem Rucksack habe. Was nützt mir das, wenn ich einen Rucksack habe, der aber für eine bestimmte Situation, sag ich mal, vom Inhalt gar nicht geeignet ist? So, und ja, das haben wir eben halt auch in drei unterschiedliche Rucksack Typen beziehungsweise Inhalt aufgeteilt und das zeige ich euch im nächsten Video. Also Leute, bis bald und wenn ihr irgendwas wissen wollt, ja, zu dieser Veranstaltung, die wir dort machen, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben und ja, dann kommen wir auf jeden Fall in Kontakt und wenn ihr mehr wissen wollt, ich hau noch einen Link rein, sag ich mal, zu einem Trailer, den wir 2020 gedreht haben zu der Veranstaltung. Und auch einen Link zu dem Forum. Könnt ihr ja mal ein bisschen gucken, anmelden, gucken und dann vielleicht ist ja was für euch dabei. Also, wir sehen uns. Bye-bye.